Massenträgheitsmomente lassen sich natürlich auch um gekippte Achsensysteme bestimmen. Das wollen wir an diesem Beispiel zeigen, indem wir das Massenträgheitsmoment dieser Kombination aus Stab und Scheibe um die Z-Achse bestimmen. Ich leite es nicht her, wenn es in der Vorlesung eh vorkommt, dann ist es umso besser, dann ist wahrscheinlich eh hergeleitet worden. Was natürlich von Relevanz ist, ist, wie das Koordinatensystem transformiert. Ich schreibe einfach einmal die Formel hin und dann diskutieren wir die einzelnen Beiträge. Das ist dann eine allgemeine Transformation. Dann ist ein J, ich nenne es jetzt einfach x' irgendwie, irgendein verdrehtes Koordinatensystem, würde sich zusammensetzen aus allen anderen Trägheitsmomenten. Wenn es rotieren, klarerweise, dann entsteht eine Überführung von einem Deviationsanteil in einen normalen Trägheitsanteil und umgekehrt, weil sie ja rotiert haben. Sie haben ja eine andere Darstellung. Das ist ja das Gleiche, was sie machen bei den Hauptsystemen. Sie rotieren so lange, bis alle Deviationsanteile weg sind. Wenn man beliebig rotiert, dann ändert man nur die einzelnen Einträge im Tensor. Und die ändert man systematisch folgendermaßen, wenn man nämlich weiß, wie die Winkel ausschauen der Verdrehung, also die Matrix, die die Verdrehung darstellt, dann haben sie da so Terme, die die Winkel darstellen. Das erkläre ich Ihnen gleich. Diese Ux, Uy, Uz und Ux, Z, Y und so weiter sind nur Winkelbeziehungen zueinander. Nämlich wie die eine Achse auf die anderen Achsen jeweils projiziert wird. Mehr ist da nicht drinnen. Sie haben diese jeweiligen Anteile da, die Transformationen, die Projektionen der Diagonalbeiträge auf die Achse da, auf diese eine x'x'Achse und da dann xy mit den anderen. Das ist für dieses Beispiel eh nicht relevant, weil man sieht, wenn man hinschaut, die Deviationsmomente verschwinden eh sowieso. So schaut das aus. Und diese U's sind einfach jeweils Kosinüsse aus den Winkeln. Das sind deswegen jeweils Kosinus, weil das ja genau der Winkel ist, der die Drehung von Z nach Z' in dem Beispiel zum Beispiel oben macht. Der Kosinus von dem Winkel zwischen Z' und Z ist genau die Projektion von Z auf Z'. Und das gilt für alle Achsen gleich. Wenn sie projizieren, haben sie immer den Kosinus des jeweiligen Winkels, der die Verdrehung darstellt. In alle drei Raumrichtungen ist es. Alpha um X, Beta um Y, Gamma um Z. Und können es beliebig dreidimensional rotieren. Und wenn sie das einfach einsetzen und alle diese Deviationsmomente vorher kennen, um das bekannte Achsensystem, dann können sie da das Deviationsmoment um das unbekannte, also das Trägheitsmoment um das Unbekannte einfach ausrechnen. Die Z-Achse ist ja die, um die man es relativ leicht ausrechnen kann alles. Da haben wir einen dünnen Stab, da haben wir eine Scheibe, das kann man zusammensetzen und kann relativ leicht alles ausrechnen. Was kann man dann über die Deviationsmomente sagen? Oder? Das ist ja eine Symmetrieachse des Körpers, die Z-Achse. Das heißt, alle Deviationsmomente werden definitiv verschwinden in dem Problem. Schon einmal, um die Z-Achse. Das kann man sagen, ohne zu rechnen. Aufgrund der Symmetrie verschwinden JXY, JYZ und JZX. Das heißt, es bleibt nur noch über ein JXX und ein JYY und ein JZZ und JXX und JYY, nachdem das rotationssymmetrisch ist, müssen gleich sein. So, was brauchen wir da? Naja, wir brauchen einmal das von der Scheibe und wir brauchen einen Steineranteil von der Scheibe und der Steineranteil der Scheibe ist dann nichts anderes als diese Abstände zum Quadrat. Steht jetzt nicht an der Tafel, aber das ist das, was der Steineranteil liefert. Wieder das Rx-Quadrat zum Schwerpunkt der Scheibe
Und dann braucht man natürlich das JXX vom Stab. Und vom Stab kennen wir es ja um den Anfang, haben wir gerade ausgerechnet, ein Drittel ml², also brauchen wir da keinen Steineranteil extra. Das ist dann, wenn Sie es eintragen, für die Scheibe ein Viertel Masse Scheibe, ja, machen wir es SCH, R² plus noch einmal Masse Scheibe für den Steineranteil mit dem YS² ist 0, das liegt alles auf der Achse, aber Z ist nicht 0, Z ist ja die, die entlang zeigt, entlang der Längsrichtung des Stabes, und das ist L², die Länge des Stabes zum Schwerpunkt der Scheibe. Und der Stab selbst ist ein Drittel Masse Stab mal L². So, die Scheibe ist eine dünne Scheibe. Deswegen gibt es keine Dicke dazu oder keine halbe Dicke zum L², weil die infinitesimal dünn ist. Sonst wäre natürlich der Schwerpunkt bei L² oder bei L plus halbe Scheibendicke. Die vernachlässigen wir da aber. Gut, das rechnen wir aus und dann kommt hier 0,415 Kilogramm Quadratmeter raus. Das sind die beiden, das Analoge für das ZZ. Das ist natürlich die Scheibe plus der Stab, die liegen eh schon auf der einen Achse mit dem Schwerpunkt alle, da brauchen sie keinen Steineranteil. Da haben wir also 1,5 m Scheibe Radius² und was ist das Moment vom Stab, vom dünnen Rundstab, schlanken Rundstab um die Längsachse? 0. Genau. So, und dann kommt hier 0,02 Kilogramm Quadratmeter raus. 0,2, nicht 0,0. Gut, und dann ist das JZ'Z' nichts anderes als die ersten Terme da oben. Die haben wir jetzt alle ausgerechnet. Die Deviationsmomente verschwinden. Die Winkel kennen wir. Und also kennen ist übertrieben. Die Winkel kann man sich ausrechnen, wenn man in die Skizze reinschaut. Mit den ganzen Abständen L und R und so weiter haben wir wieder ein Dreieck, kann man sich die ganzen, den Winkel ausrechnen. Dann setzt man das entsprechend ein und ich schreibe es Ihnen zur Überprüfung her, was da bei mir rauskommt. Das sind 0,06 Kilogramm Quadratmeter. Wenn Sie da in die Formel einfach stur einsetzen. Winkel vorher natürlich bestimmen.